The story I'm about to tell you is not a fairy tale. Even if it talks of werewolves, the devil, and much worse still. It happened to me and my two brothers in that forsaken month of December 1858, near the village of Wolvesville in Lower Canada. Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin in St. Froid, Tales of Werewolves, Buch 1. Interessanter Anfang, interessantes Intro. Bin mal gespannt, was das für ein Spiel ist. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unüblich, dass ich jetzt auf S gesprungen bin, weil ich ja eigentlich gesagt hatte, ich versuche das jetzt wirklich mal so als das Alphabet irgendwo so ein bisschen als Grundlage, um gewisse Systematik reinzubekommen. Gut, ich habe jetzt aus StarCraft jetzt ein Sinfactor Games Archiv geholt, StarCraft 1, und das ist auch nicht... ja gut, hier in dem Fall liegt das daran, dass ich auf einer Newsseite war, auf einer Spielezeitschrift. Na, ich informiere mich da mal ganz gern, was so abgeht. Und da stand, dass St. Froid jetzt auf Good Old Games und Steam kostenlos verfügbar ist. Und das hat mich neugierig gemacht, dass das in der Spielezeitschrift irgendwie so ein News-Ding wert ist, weil es gibt ja ganz viele Spiele, die kostenlos verfügbar sind auf Steam und Good Old Games. Und das Spiel muss wohl die ganze Zeit Geld gekostet haben, wurde jetzt aus irgendwelchen Promotion-Gründen kostenlos, also ich nehme an Promotion-Gründen. Und da habe ich mir gedacht, dann, wenn die das so ankündigen, dann schauen wir uns das doch direkt mal an. Ja? Und schauen wir mal, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was das Spiel will. Ich tippe mit noch auf ein Adventure, um ehrlich zu sein. Ja, beides interessante Charaktere. Wir nehmen mal ihn um wegen normaler Schwierigkeit. Solange ich nicht mal weiß genau, was das überhaupt für ein Spiel ist, soll,
will ich mal vorsichtig rangehen. As I live and breathe, if it isn't my little sister, Josephine, what good wind blows you to the deepest, darkest forest to see your hermit brother? More like a storm, I'm afraid. The parish priest went crazy and jumped me like a demon when I was dusting the sacristy. I tried to fend him off with a candelabra, but a candle fell on the floor and the church caught fire. Ever since, the whole parish of Woolsvale says it's my fault. That's just crazy! Doesn't make any sense at all. But hey, don't just stand there like you're holding up the doorpost. The thing is, you see, Jacques, I'm not alone. Don't worry. It wasn't my idea to come here, brother. Without Joseph to protect me, the villagers would have torn me to pieces in the village square. He can't live there anymore either. Please, Jacques, for the love of our mother, let bygones be bygones, and let us both stay here with you. Did you hear that? Sounds like a wolverine's outside spooking our horses. Since you're going to be living off me, Josie, might as well make yourself useful and chase it away, will ya? Meanwhile, I'll heat up some tea for our sister. You best take good care of her. She's got a fever. Das ist irre laut. Ich will jetzt lieber noch, ich will noch mal nach dem Ton gucken, ob man den irgendwie noch ein bisschen leiser machen kann. Nee, das ist schon das Leiseste. Aber ganz ohne Ton, glaube ich, also ohne Musik geht ja immer noch klar, aber ohne Ton, glaube ich, verliert das Ganze massiv an Atmosphäre. Das, da müssen wir es halt so machen, dass ich die Klappe halt. Und wenn ich wirklich was zu sagen habe, müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie ins Menü gehen oder Pause oder wie auch immer, irgendeine Möglichkeit finden wir. Dann würde ich jetzt den Ton wieder anmachen. Übrigens, Wolverine ist ein Vielfraß. Ja, das hat nichts mit, das im Englischen klingt das zwar ähnlich wie Wolf, also wie der Wolf, hat aber nichts miteinander zu tun. Ja. Ein Vielfraß ist ein zu der Familie der Made, verwandt mit dem Dachs. Aber ein Vielfraß ist halt echt ein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte lieber mit einem Wolf als mit einem Vielfraß zu tun. Die Viecher, die sind echt krass drauf, wenn die Hunger haben. Aber mittlerweile sind die auch massiv bedroht, so viel ich weiß. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch welche in Skandinavien gibt. Die waren ja überall um den Polarkreis herum verbreitet eigentlich. Aber ich will jetzt keine Körperteile ins Feuer legen, ob es die noch in Skandinavien gibt. Ich habe immer noch zuletzt was von denen gelesen, wenn es um Kanada und Alaska ging. Oder in den Rockies gab es auch noch eine relativ große Population, glaube ich. In den Appalachen haben sie sie, glaube ich, schon ausgerottet. Ist ja wurscht. Jetzt geht hier nicht um Wolf, also um Vielfraße. Hier geht es um ein Spiel, von dem ich immer nicht genau weiß, was es ist. WASD-Steuerung. Wäre ungewöhnlich für ein Adventure. Und Nahkampf klingt eigentlich mehr nach einem Actionspiel. Schauen wir einfach mal weiter. Ja.
I'll be damned. The horses are dead. And your Wolverine looks a lot more like a wolf, Jackie boy. The pack must be close by. Kann ich denn einfach die Knarre auf dem Rücken nehmen? Oh, dafür habe ich Geld gekriegt. $6. Ja, dafür kriege ich aber kein Pferd. Ja, aber welcher Idiot lässt auch sein Pferd? Combat. Your health is represented by the red bar at the bottom of the screen, while your stamina is represented by the green bar. You use stamina for each attack you make. If you run out of stamina, then your attacks are slow and weak. You accumulate rage for each attack you land on an enemy. The fire on the HUD and on your axe indicates that you have some rage built up. Right-click to unleash all your rage. To evade enemy attacks, you can press the space bar to perform a dodge roll. The rifle. To reload your rifle, hold down the control key. To reload faster, click the right mouse button repeatedly. This icon appears when your rifle is loaded. Your crosshair will be red if you have no target, or if your target is out of range. It will be yellow if you're auto-locked onto an enemy. If you aim carefully for the head, the crosshair will turn green, and you can make a headshot, causing maximum damage. Left click to fire. The amount of ammo you have remaining is shown at the bottom left of the screen. Sent you. Without your help, I would have been devoured like a rabbit.
Hard to miss you, Miller. I think they heard you all the way in Quebec City. Be careful. There's a pack of rabid wolves around here. How many? Dozens, hundreds maybe. They even blocked the road to my mill in the east. Go see by yourself if you want. As for me, I'm gonna run and hole up at the W. Hood Company. Fear Factor. When you're in combat, the Fear Factor meter appears at the bottom of the screen. This meter represents the time you have before your enemy's next attack. The more your enemies fear you, the greater the distance between both icons and the more time you have before the next attack. However, enemies aren't as afraid of you with each passing second, in which case, the icons start to get closer. When your enemy's fear factor is equal to yours, the icons touch and your enemies attack. If you're running low on stamina, it's better to keep your distance and let it recharge. Be careful though, even if you have a higher fear factor, enemies will still attack you if you're too close.